So. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich tatsächlich sehr, dass ich heute TikTok noch aus filmdidaktischer Perspektive beleuchten darf, dass nämlich TikTok-Kompetenzen durchaus auch von größerer gesellschaftlicher Bedeutung sind, wurde gerade wieder in der jüngsten Diskussion um das in den USA drohende Verbot von TikTok deutlich. Hier offenbarte ein Mitglied des Kongresses eine erstaunlich mangelnde Kompetenzen oder große Wissenslücken im Umgang mit Internetkultur, als er das Nike mit Chicken hier oben... Können wir kurz Pause machen? Wir haben festgestellt, dass im Stream noch eine falsche Präsentation ist. Ach so. Ganz kurz. Entschuldige. Okay, erst schließen habe ich. Okay, also dann zurück zum NyQuil Chicken. Links oben in der Ecke ein recht erfolgreiches Meme, in dem also mit einem ironischen Rezeptvorschlag gesagt wurde, man solle doch das Hühnchen in dem gleichnamigen Medikament kochen. Und ja, dieser Politiker führte dieses Beispiel dann als ein Beispiel für die tödliche Gefahr von TikTok an, von TikTok-Challenges. Es war nie eine Challenge, zwei Punkte. Genau, und eben höchst ironisch. Der Bedarf an einer fundierten TikTok-Literacy ist jetzt natürlich nichts, was nur US-amerikanischen Politikern gut zu Gesicht stünde, sondern auch den vornehmlich jungen UserInnen von TikTok. Auch für diese entsprechende mediale Kompetenzen wichtig. Im schulischen Kontext trägt nicht zuletzt und nicht allein, aber auch maßgeblich der Deutschunterricht für deren Vermittlung die Verantwortung. Und aus didaktischer Perspektive fällt TikTok in wesentlichen Dimensionen in den Aufgabenbereich der Filmdidaktik. Umso überraschender ist es, dass diese App und deren Filme weder vom Deutschunterricht noch von der Filmdidaktik zur Kenntnis genommen werden, jedenfalls nicht in dem Maße, in dem sie es verdient hätte. Dass dies jedoch sinnvoll und notwendig ist, soll mein Vortrag heute zeigen. Ich gehe dabei von der These aus, dass sich sowohl der Gegenstand als auch die mit ihm verbundenen Kompetenzen vom konventionellen kurzen Kürzestfilm auf ästhetischer und narrativer Ebene in vielen Aspekten unterscheiden. Und dass TikTok eine ganz eigene TikTok-Literacy benötigt, die in filmdidaktischen Kompetenzmodellen allerdings bislang noch nicht abgebildet wird. Erhellend für die Filmdidaktik kann hier ein Ansatz sein, den Volker Friederking und Axel Krommer für digitale Texte bzw. für digitale Textkompetenz formuliert haben. Die Autoren identifizieren 10 Teildimensionen digitaler Textkompetenz, auf die ich auf Zeitgründen jetzt nicht komplett eingehen kann, aber exemplarisch an ein paar Kompetenzfacetten aufzeigen möchte. Beginnen wir mit einem Klassifikationsversuch aus filmwissenschaftlicher, filmdidaktischer Sicht des Gegenstands TikToks. Wir haben jetzt schon ein bisschen darüber geredet, wie TikTok erfasst werden kann, wie TikTok auch klassifiziert werden kann. Schellebald wurde schon manchmal zitiert. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass solche Klassifikationsversuche immer dem Algorithmus oder den Herausforderungen des individuellen Algorithmus unterliegen. Und was mir aufgefallen ist, dass solche Klassifikationsversuche oftmals nicht zu trennscharfen Kategorien führen, damit unter Genreaspekte mit Funktionen und Digitalitätsfunktionen auf eine Ebene gestellt oder vermischt werden. Um trennunscharfe Klassifikationen auch für inhaltsanalytische Auseinandersetzungen vermeiden zu können, habe ich in Anlehnung an den Filmkompass von Klant und Spielmann versucht, einen TikTok-Kompass zu entwickeln, mit dessen Hilfe sich TikToks anhand verschiedener Aspekte kategorisieren lassen. Kategorie identisch mit Klant und Spielmann sind die Aspekte Filmlänge, muss man immer wieder aktualisieren, Herstellungsverfahren, Farbigkeit, Realitätsbezug, Funktionen und Genres. Weggefallen vom Filmkurs sind bei mir die Ebenen Akustik, da Stummfilm auf dem Musical die Nachfolger quasi keine Rolle spielen, sowie der Ort der Aufführung, da TikTok als Mobile-First-Anwendung vor allem das Smartphone fokussiert. Hinzugekommen sind vor allem zwei Ebenen, das ist einmal die Ebene 2, also jetzt hier mit den kleinen Nummern, markiert die Ebene 2 des Produktionskontextes, auf dem unterschieden wird, ob die Videos extra für, gegebenenfalls mit TikTok produziert wurden oder ob sie adaptierte Videos aus Kino und Fernsehen sind. Als zweite wesentliche Veränderung ist die Ebene 6, Referenzialität und Gemeinschaftlichkeit. Ich habe gestern noch den Begriff Affordance Usage gehört, der wird wahrscheinlich auch gut passen. Hier finden sich die unterschiedlichen sozial-kreativen Features der App, die andere audiovisuelle Formate nicht aufweisen. Genau, mit diesem Kompass lässt sich TikTok nun in seiner Vielfalt unterscheiden und für filmdidaktische Überlegungen fruchtbar machen. Ich möchte das heute an einem spezifischen Bereich demonstrieren, der zu Unrecht noch weniger Beachtung in der Filmdidaktik gefunden hat, als die App an sich schon, dem narrativen, fiktionalen User-Generated Content und dessen digitale, ästhetische, narrative Medienspezifika und vielleicht ja auch für die Tagung noch eine gute Ergänzung, weil ich glaube, über diese Art von TikToks haben wir noch nicht viel gesprochen.
Beginnen wir mit der digitalen Ästhetik und der Fähigkeit zur Rezeption und Produktion der spezifischen Semiotik eines digitalen Textes. Gemeint ist damit die Fähigkeit zum Erfassen des Wechselbezuges von Semantik und Dialekt, also von Inhalt und Form, in Bezug auf alle medialen Elemente des symmedialen und polymodalen digitalen Textes. Also ich gehe jetzt da wirklich jetzt auf die Aspekte ein, von denen ich glaube, dass sie die audiovisuellen Texte auf TikTok grundlegend unterscheiden von anderen audiovisuellen Texten, also aus Film und Fernsehen zum Beispiel. Der erste große Unterschied zum traditionellen Kurzfilm ist vielleicht banal, aber trotzdem interessant, ist, dass es auf TikTok natürlich Handkameras und Handkameraeffekte dominieren durch die Aufnahme der Filme per Smartphone. Solche Aufnahmen erfüllen dann nach Markus Kuhn eine Amateur- und Privatisierungsfunktion. So lassen sich in fiktionalen Erzählungen durch verwackelte, oft ungeschnittene Aufnahmen pseudodokumentarische Effekte erzielen, die Authentizität und Privatheit suggerieren. Ein zweiter großer Unterschied auf visueller Ebene ist in der digitalen TikTok-Ästhetik ist der vertikale Bildausschnitt. Haben wir bei Daniel schon mal kurz gehört. Das ist jetzt auch filmgeschichtlich spannend, da hier im Prinzip eingelöst wird, die schon ungefähr 100 Jahre alt ist. Also Sergei Eisenstein hat in seinen Überlegungen zum dynamischen Quadrat schon Folgendes gesagt. Zitat, man hätte sich mit 50% der Gestaltungsmöglichkeiten begnügt und dabei alle anderen Chancen ausgeschlagen. Ja, jetzt konnte sich Eisenstein bekanntlich nicht durchsetzen. Der Film ist im horizontalen Seitenverhältnis und dementsprechend auch seine Grammatik, seine Sprache. Heute stammt aber die Mehrheit der audiovisuellen Bilder oder der bewegten Bilder von Nutzern, die sich quasi Filme mit dem Smartphone aufnehmen, und die haben sich eben für die Vertikalität als bequemen und bevorzugten Rahmen entschieden, und damit gehen dann eben ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten und Ästhetiken einher. So eignen sich vertikale Aufnahmen nicht für weite oder totale Einstellungen oder weniger für weite und totale Einstellungen, dafür aber vielleicht mehr für zum Beispiel amerikanische halbnahe Einstellungen, eben für Einstellungen, wo der Mensch und dessen Inszenierung in den Mittelpunkt gestellt wird. Auf narrativer Ebene ist es gleichzeitig spannend, so hat die Filmwissenschaftlerin Kristen Whistle gezeigt, dass Vertikalität auch als Konzept für narrative Dramaturgie besonders Potenzial aufweist. Und da habe ich jetzt ein Beispiel noch rausgesucht, das zum Nachsehen empfehle. Zero Gravity von Tim Hamilton. Das ist einer der Filme, die im vergangenen Jahr auf dem TikTok Short Film Festival auf dem Filmfestspielen in Cannes, es war einer der Gewinnervideos. Und es geht um einen Protagonisten, der mithilfe eines Computerspiels die Schwerkraft außer Gefecht setzt. Und ja, dieser Kampf gegen die Schwerelosigkeit wird dann narrativ in Szene gesetzt und ästhetisch mit einer großen vertikalen Tiefe. So, drittens auch, Ihnen allen bekannt, aber trotzdem sehr spannend, ist auch der Loop, ein für TikTok-spezifisches ästhetisches Mittel, das mit sogenannten Match-Cuts am Ende und am Anfang des Clips umgesetzt wird. Und ich finde, der Loop, der lässt sich jetzt so mit einer Penrose-Treppe vergleichen. Und zwar fordert er zur mehrfachen Begehung bzw. eben zur mehrfachen Rezeption heraus und schafft so neue Ebenen der Bedeutungskonstruktion und so eben auch Herausforderungen für Schülerinnen und Schüler, diese Bedeutungskonstruktion zu leisten. Gleichzeitig verdeutlicht der Loop die Logik der Aufmerksamkeitsökonomie des Netzes, in denen gerade die Filme, die eine hohe Rewatchability aufweisen, vom Algorithmus mit mehr Reichweite belohnt werden. Auch hier zwei Empfehlungen, die den Loop narrativ und ästhetisch perfektioniert haben. Einmal Baron Ryan at American Baron, der in diesem Video sogar den Loop selber thematisiert, damit spielt. Und natürlich Zack King mit seinen Filmen. Gut, nicht nur auf ästhetischer Ebene lassen sich Medienspezifika identifizieren, die eigene Rezeptions- und Produktionskompetenzen erfordern, sondern auch auf narrativer Ebene. Das erste Beispiel, mit dem gezeigt werden kann, wie herausfordernd multimodale bzw. symmediale und intra- und intermedial verknüpfte Erzählungen für die Rezipierenden sein können, stammt vom TikToker Ryan George, der unter dem programmatischen Titel What TikTok Has Done to Internet Videos, narrative Techniken auf TikTok, dekonstruiert. Den will ich Ihnen kurz zeigen, falls den ersten Teil davon. Excuse me, friend, you gotta look at the video I just sent you. Do I have to, can you just come here and show me? You sound insane, I would never. Go ahead, open it up. Okay. You look at your phone like a grandfather. I'm in my 30s, okay? Leave me alone. All right, okay. How to make the best quiche in the world. This is like a recipe video. Shut up, keep watching, okay? First, you're going to need 14 eggs. That seems like too many eggs. Wait for it.
How long do I have to wait? Wait for it. Wait for it? Okay, if I watch this much longer, those eggs are gonna expire. It's not about the quitch. That's not the video. Just wait. Okay. Okay, so that person making that omelet is using, like, way too many eggs. I mean, talk about putting all your eggs in one basket. That is too... Okay, so they're, like, commenting on the number of eggs. I guess that's funny. No, that's not the video. Keep watching. It's not? Keep watching. Like, what are you making? Like, a pile of eggs? That's too many eggs for what you're trying to make. It's insane. Okay, I just want to say a quick thing. Can we please stop dumping on people and how they like to eat their food? Look, I'm from Ohio. All right, so that person's on top of the video now. Okay, also George bedient sich hier in erster Linie der Duettfunktion, mit deren Hilfe er sich ein narrativ überlagerndes Geflecht an diegetischen Erzählebenen schafft. Ich habe da noch was aufzudröseln, und zwar beginnt er mit einer Rahmenhandlung auf intradiegetischer Ebene und dann über den Film im Film auf metadiegetischer Ebene eben das The Best Cuisine in the World. Und verschiebt diese metadiegetische Ebene dann immer eins tiefer, indem quasi neue Layer hinzukommen und schafft so eine neue metadiegetische Ebene und eine meta-metadiegetische Ebene und eine metadiegetische Ebene und meta-meta-metadiegetische Ebene und so weiter. Zusätzlich zu den visuellen gibt es rein sprachliche Erzählinstanzen in Form von Textinserts und computergenerierter Voice-Over, sodass letztendlich eine hochkomplexe Erzählsituation entsteht. So, schauen wir den Clip noch weiter. Ich habe ihn jetzt etwas gekürzt. Es geht insgesamt, glaube ich, 3 Minuten 20. Aber Sie werden erkennen, wo ich gekürzt habe. Okay, I just want to say a quick thing. Can we please stop dumping on people and how they like to eat their food? Look, I'm from Ohio. All right, so that person's on top of the video now. Yeah! They give you hepatitis. Who's this person now? Why is he pointing? Oh, he agrees with what that person's saying. So he's like, you know? That doesn't seem necessary. It is, though, because he's the one who posted the video. So he's getting the views for just pointing. Yeah! That's his contribution. Like for part two. Wait, he didn't say anything and nothing happened. Yeah, no, I imagine he says something cool and interesting. This thing is evil! It is evil, Jonathan. But all hope is not lost. We can still fight back. How do we fight back? It's actually quite simple, Jonathan. All we have to do is band together and get- Like for part two! Hey, listen, so I've been living in Ohio for about 5 years, and people actually really do like eggs. Oh, they do like eggs. Yeah, it's a pretty good video, right? Yeah, that wasn't bad. That wasn't bad. Ja, George löst am Ende die Erzählsituation nicht etwa auf, sondern verschachtelt sie in weiteren Ebenen so, dass am Schluss schwer unterscheidbar bleibt, in welchem Verhältnis Rahmen zur Binnenhandlung steht. Also er macht ja Folgendes, also es kommen noch weitere metadiegetische Ebenen dazu. Und dann, jedenfalls habe ich das so gelesen, wir können vielleicht am Schluss noch darüber diskutieren, ob das ihr so auch so seht. Er verschiebt dann die Rahmenhandlung durch diesen Pointing Guy, like for part 2, wieder auf die Ebene der Binnenerzählung, diesen dann auch wieder auf die Ebene der Binnenerzählung, es kommt immer wieder eine neue Rahmenerzähler dazu, um am Schluss dann aber wieder zur Ausgangssituation zu gelangen und also handlungslogisch, also wenn man das versucht dann irgendwie aufzudröseln, macht es eigentlich gar keinen Sinn mehr. Genau, also für Schüler ist es eine große Herausforderung, diese Konnektivität zwischen den einzelnen Einheiten zu verstehen. Zusätzlich persifliert dieses TikTok die aus der Algorithmizität des Mediums hervorgegangene TikTok-Praktik, Aufmerksamkeit in Form von Likes und Views von der eigentlichen Initialerzählung abzuziehen. Und auf einer metareflexiven Ebene persifliert wird ebenso die Cliffhanger-Dramaturgie mit dem Part 2, den User, die Userin auf die Suche nach einer Fortsetzung und vermeintlichen Auflösung in ein Part 2 schickt. So, diese Suche nach dem Part 2, die erweist sich allzu oft als aussichtslos. Den TikTok erweist sich hier als Beispiel der neuen digitalen Unordnung, wie sie Stalder in Bezug auf Weinberger beschreibt und die sich mit Mücke und Moskatova auch als messy Images bezeichnen lassen. Das geht jetzt, wenn es jetzt nur um einen Part 2 geht, dann geht es vielleicht noch. Wenn man aber, und das gibt es auf TikTok auch, seriell erzählen will, ist diese digitale Unordnung eine Herausforderung. TikTok ist eine Plattform, in der Videoclips in willkürlich anmutender Reihenfolge ausgespielt werden. Das bedeutet, wer hier eine Serie mithilfe der Reply-Funktion starten will, muss damit leben, dass das Publikum die Filme ja in jeder denkbaren Reihenfolge angezeigt bekommt und einige Videos vielleicht auch gar nicht. Ja, hier dominiert im Prinzip der Algorithmus über Autor und Autorin. Dies führt aber dann wiederum zu interessanten fiktionalen Erzählungen. Zwei Beispiele.
Einmal der Account Future Survival erzählt die Geschichte eines Mannes, der 2027 aus dem Koma erwacht, in einer menschenleeren Welt, und seine TikToks dokumentieren Handkamera und fiktionale Gewand seine Suche nach Antworten. Eine erkennbare Story erzählt er dabei allerdings nicht. Es gibt ein paar Andeutungen, was passiert sein könnte, und es wird auch in den Kommentaren viel darüber gerätselt, aber ist nicht Teil der Story. Aufgrund der Messiness von TikTok kümmert sich Future Survival auch gar nicht groß um klassische Konventionen linearer Narration, und stattdessen gewinnt in jedem einzelnen Film der Vibe eine viel größere Bedeutung, wie der Journalist Gregor Schmalzli treffend analysiert hat. Ja, jetzt handelt es sich bei Future Survival und bei Ryan George jeweils nur um einzelne Autoren. Allerdings haben sich, und das haben wir ja gestern schon bei Daniel gehört, auf TikTok auch komplexere Formen interaktiven und kollaborativen Erzählens mehrerer Autoren entwickelt. Meins ist jetzt quasi ein Stitch zu deinem Vortrag. Genau, kollaboratives Erzählen geht auf schülerseitig und schülerinnenseitig quasi, da geht einher die Fähigkeit des kompetenten Umgangs mit dem Interaktivitätspotenzial eines digitalen Textes. Interessant ist, dass Interaktivität bislang vor allem ein Phänomen der Rezeption war bei Filmen, und TikTok ermöglicht jetzt interaktives Erzählen auch auf einer produktiven Ebene, indem jeder Creator, jede Creatorin eine Initialerzählung nutzen kann, um sie in alle möglichen Richtungen weiterzuspinnen. Es gibt aber keine Instanz oder keine Hierarchie, die die Erzählung organisiert, sodass kollaborative Erzählungen in der Rezeption und Produktion häufig offen und unabgeschlossen bleiben. Ein Beispiel wieder: in der Fortsetzungsgeschichte des Accounts Do Not Open wurde auf TikTok nur eine Szene als Open Scene bzw. als Initialerzählung vorgegeben, und jeder und jede konnte diesen filmischen Konflikt, der da etabliert wurde, mit der Reply-Funktion auf seine eigene Weise nacherzählen. Da die Messiness von TikTok schwer vereinbarer ist mit dieser Multilinearität der Geschichte, versuchten die CreatorInnen über Szenennummerierungen via Texttafeln Ordnung zu schaffen. Es wurde so zu einem Phänomen multiperspektivischer Mehrfachautorschaft mit einer Vielzahl an unterschiedlichen gleichberechtigten Erzählsträngen. So, eine andere Form kollaborativen Erzählens bietet jetzt auch die Duettfunktion. Während es sich beim Do Not Open Projekt um lineares und chronologisches Erzählen handelt, ermöglicht das Duett mit seiner Parallelmontage via Splitscreen simultanes Erzählen. Wie sich hierdurch TikTok komplexe Erzählungen etablieren, sei ein folgendes Beispiel illustriert. Die meisten werden es wahrscheinlich kennen, von Marcus Di Paola, der anlässlich seines Geburtstages... Happy Star Wars Day, everyone! Today is also my birthday! And because it's my birthday, I get to introduce you to my girlfriend, who is amazing! Hi guys, I'm Brittany. She rescues rabbits and she goes on target rampages. Well, not target. Ja, nur soweit, mehr müsst ihr gar nicht wissen. Die Situation, die hier dargestellt wirkte damals auf das Publikum irritierend, gezwungen und hatte somit großes Meme-Potenzial. Es hat auch nicht lange gedauert, also hier Star Wars Day, May the 4th. Und es hat nur zwei Tage gedauert, bis dieses Duett gedreht wurde. Happy Star Wars Day, everyone! Today is also my birthday! And because it's my birthday, I get to introduce you to my girlfriend, who is amazing! Hi guys, I'm Brittany. Ja, also aus Meet Brittany wurde dann schnell Free Brittany. Die Idee der Geiselnahme ging auf TikTok viral und wurde durch immer neue Perspektiven erweitert. Bereits am 9.5., und das ist erstaunlich, also, und auch tatsächlich ein TikTok-Spezifikum, mit welcher Geschwindigkeit hier erzählt wird oder neue Geschichten entstehen. Hier 9.5. und da waren schon so viele Verzweigungen zu beobachten. Because it's my birthday, I get to introduce you to my girl. Birthday, I get to introduce you to my girlfriend, who is also my birthday. And because it's my birthday, birthday. And because it's my birthday, I get to introduce you to... Today is also my birthday, and because it's my birthday... Marcus, you don't want to do this! News, a man is currently holding his girlfriend hostage. Police are outside of his home. Currently holding his girlfriend hostage. Police are outside of his home, waiting to go... I got the shot. News, a man is currently holding... The current market situation developing, I want to assure you I have my top FBI agents on the case. Ja, für die Rezipierenden ist diese Art des kollaborativen Erzählens voraussetzungsreich und erfordert eine aktive Grundhaltung und kann sogar zu deren Überforderung führen. Meines Erachtens müssen von Rezipierenden, von Schülerinnen und Schülern, drei Herausforderungen gemeistert werden.
Erstens, das hat man jetzt hier nicht gesehen, aber ganz viele von den Duetten haben auch auf die DC und Marvel Universen angespielt. Also es erfordert viele der Referenzen erfordert erstmal intertextuelles und spezifisches popkulturelles Wissen. Wir machen mal einen Test. Und zwar gab es unter anderem dieses Duett. My phone. I know you're all aware of the current market situation, Falcons. I want to assure you I am my top FBI agent on the case. Erkennt jemand die Referenz, die hier gemacht wurde? Was hier zitiert wurde? Ja, es ist tatsächlich auch nicht einfach. Es ist eine Anime-Serie Death Note. Da geht es um einen Schüler, der ein Notizbuch findet und mit diesem Notizbuch kann er Menschen töten. Also in dem Fall wäre das dann der Geiselnehmer gewesen. Also es erfordert schon recht spezifisches intertextuelles Wissen und damit eben auch eine große Verstehensherausforderung, die auch in den Kommentaren gewürdigt und thematisiert wurde. Ja, dann, zweite Herausforderung: mit jedem weiteren Duett sind die BetrachterInnen mit der Aufgabe konfrontiert, dass die Geschehnissen in zwei oder meistens dann eben sogar mehr bewegten Bildern zumindest selektiv zu folgen und diese zu dekodieren und assoziative oder logische Beziehungen, wir haben gestern schon die Frage mit der Kohäsion, zwischen den Bildern zu etablieren. Die sichtbare Trennung zwischen den Bildern und zwischen den einzelnen Videos fungiert dabei zumeist als eine Art Leerstelle, welche vom Zuschauer und von der Zuschauerin gefüllt werden muss. Und dann drittens, mit zunehmender Länge des Chains ist die Ausgangssituation oftmals nicht mehr zu erkennen. Gleichzeitig droht mit jeder weiteren Quelle das Gesamtbild zu zerfallen, etwa wenn ein Splitscreen aus so vielen Einzelbildern besteht, dass sie für den Zuschauer zu klein werden, um ihnen noch Informationen entnehmen zu können. Die Rezipierenden können diesen Splitscreen dann eigentlich nur noch meistern, wenn sie ihn wie von einer Metaebene aus noch meme-typisch als einen aus vielen kleinen Einzelbildern zusammengesetztes Ganzes betrachten. Und wenn Sie um den Ursprung der Kette wissen, wenn das entsprechende lokale und kulturelle, sprachliche oder historische Wissen jedoch nicht vorhanden ist, dann laufen die Bilder ins Leere. So, ich wurde gerade schon auf die Zeit hingewiesen, aber wait for it. Bin gleich fertig. Also, das waren jetzt ein paar Beispiele dafür, wie in fiktionalen TikToks erzählt wird. Und ich hoffe, es ist mir gelungen, aufzuzeigen, dass die Filmdidaktik sich für die Dimensionen der Digitalität öffnen muss, um die Bedeutung der algorithmischen Verarbeitung von Filmen in sozialen Medien sowie die multimodale, symediale, hypermediale, interaktive und referenzielle Struktur von TikTok wahrzunehmen. Also es braucht meines Erachtens eine TikTok-Literacy. Dafür eignet sich der Ansatz der digitalen Textkompetenz sehr gut. Der müsste dann eben spezifisch weiter ausdifferenziert werden. Denn dass medienspezifische TikTok-Kompetenzen durchaus auch von größerer gesellschaftlicher Bedeutung sind, wurde gerade wieder erst in der jüngsten Diskussion um das in den USA drohende TikTok-Verbot deutlich. Gut, aber hier mache ich jetzt meinen Match-Catch und ende mit meinem Nike Chicken TikTok-Loop und danke für eure Aufmerksamkeit.